die Generalversammlung der Wright-Starlinie einberufen, um Ihnen folgende Tatsachen zur Kenntnis zu bringen. Wir haben die Titanic gebaut, das größte Schiff der Welt. Unvorhergesehene Zwischenfälle, nicht zu erwartende Schwierigkeiten sind eingetreten. Die Baukosten wuchsen von Monat zu Monat. Wir waren gezwungen, unsere Finanzen bis aufs Äußerste anzuspannen, unsere geldlichen Reserven aufzubrauchen und darüber hinaus große Kredite aufzunehmen. Resultat? Die Aktien fallen rapid. Herr Präsident! Darf ich fragen, welches Aktienkapital Sie vertreten? Insgesamt 200.000 Pfund, Herr Präsident. Danke. Daher darf ich mir wohl die Frage erlauben, ob der Sturz der Aktien der White Star-Linie überhaupt noch aufzuhalten ist. In meiner Macht steht es jedenfalls nicht. White Star-Linie 98! Wer kauft White Star-Linie zu 98? 96! Ich verkaufe White Star-Linie zu 96! 95! White Star-Linie von mir zu 95! Ich verkaufe White Star-Linie zu 95! Meine Herren, die letzte Notierung ist 95. 95. Jawohl, Herr. 95. Und es wird noch weiter nach unten gehen. Oder glauben Sie vielleicht, dass all die kleinen Leute, die mit ihren paar Schillingen in Weizstahl-Linie spekuliert haben, jetzt auf ihren Aktien sitzen bleiben werden? Seien Sie doch froh, wenn die kleinen Leute auch anbieten. Dann fallen die Kurse weiter und unsere Chancen, die Aktien eines Tages billig zu erwerben, werden immer größer. Das meine ich aber auch. Schließlich sind wir ja der Aufsichtsrat der Weizstahl-Linie und nicht der Vorstand von irgendeinem Wohltätigkeitsverein. Aber ganz abgesehen davon, Ismay, was tun wir also? Das Einfachste von der Welt. Wir bieten auch an, damit die Kurse immer weiter fallen. Meinen Sie? Sind Sie Ihrer Sache so sicher? Ja. Können Sie uns eine Garantie dafür geben? Ich denke schon. Wirklich? Ich raus damit! Nächste Woche tritt die Titanic ihre Jungfernfahrt über den großen Teich an. Und Sie, meine Herren, nehmen als meine Gäste daran teil. Sie werden auf dieser Fahrt eine sensationelle Überraschung erleben. Eine Überraschung, die unsere Aktien in ungeahnter Weise nach oben schnellen lassen wird. Meine Herren, mehr möchte ich heute nicht sagen. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu unserer Titanic, dem stolzesten Schiff der Welt, das bald in See gehen wird zur Ehre unserer White Star-Linie und zum Ruhme Englands. Freunde mit an Bord bringt. Vielleicht will er sie heiraten auf hoher See. Das wäre doch großartig. Präsident Ismay heiratet die schöne Gloria anlässlich der Jungfernfahrt der Titanic. Sehr sinnreich. Und vielleicht ist das die Sensation, die er uns versprochen hat. Also, Captain Smith, wir verstehen uns. Im Falle der programmmäßigen Ankunft in New York zahle ich Ihnen 5.000 Dollar. Und für jede Stunde, die wir früher eintreffen sollten, nochmals je 1.000 Dollar. Also, je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie. Wer ist denn das? Sigrid Olimski, eine reiche Baltin, reist immer in der Welt umher. Etwas extravagant. Das sieht man. Verheiratet? Nein. Allein im Bau? Ja. Sollte man Sie nicht an unseren Tisch bitten? Wenn Sie wünschen, Herr Präsident. Ja, bitte. Musste das sein, Jus? Meine liebe Gloria, ich bin hier nicht nur zu meinem Privatvergnügen an Bord, sondern auch als Präsident. Und als solcher habe ich bestimmte Verpflichtungen. Die Frau Präsident Ismay lässt Sie bitten, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Bitte gern. Ah, der Präsident der White Star-Linie gibt sich die Ehre. Noch 20 Millionen an seinen Tisch zu holen. So viel? Mindestens. Sie soll ungeheure Ländereien in Russland haben. Meine Herren, die Hocharistokratie höchstpersönlich. Die Herzogin von Canterville. Lord Archibald Douglas. Wert? Ihre Hoheit rund 20 Millionen. Wer? Rund 2 Millionen. Schulden. Dann kann er es ja noch weit bringen. Wer sind die beiden? Geheimrat Professor Dr. Bergmann und sein Assistent Dr. Lorenz. Wie viel? Nicht der Rede wert. Wissenschaftler aus Deutschland rechnen in Macht. Senor Cristobal Mendoz aus Kuba.
Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Haben Sie Pech gehabt, der ist besonders interessant. Auf wie viel schätzen Sie ihn? Na so, 8 bis 10. Acht bis zehn Jahre Zuchthaus. Wenn ich nach dieser Reise nicht erwische, gebe ich meinen Beruf als Sportdetektiv auf. Meine Herren, jetzt kommt der Mann, der seiner Frau die Titanic zum Geburtstag schenken könnte. John Jakob Astor, Frau Gemahlin, der reichste Mann an Bord. Auf die beiden Herrschaften haben wir noch gewartet. Entschuldigen Sie mich, meine Pflicht als Obersteward. Und ich will auch mal nach dem Rechten sehen. Und ich, lieber Doktor, nach dem Unrechten. Meine Damen, meine Herren, ich bitte um Gehör für den Präsidenten der Weiz-Tallinie, Sir Bruce Ismay. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Sie auf diesem jüngsten Schiff unserer Linie zu begrüßen. Dass die Titanic mit ihren 46.000 Bruttoregistertonnen das größte Schiff der Welt ist, wissen Sie. Dass es nach dem Urteil der englischen Fachwelt das sicherste Schiff ist, wissen Sie auch. Aber nun verkündige ich Ihnen die dritte Eigenschaft der Titanic. Sie ist auch das schnellste Schiff, das jemals über den Atlantik gefahren ist. Denn in diesem Augenblick, meine Damen und Herren, erleben Sie die Sensation, dass die Titanic 26,5 Seemeilen in der Stunde läuft. Das heißt, wir fahren Weltrekord. Ismay ist doch ein Genie. Und jetzt gehen wir zum Pumper hinauf und bestellen telegrafisch so viel Aktien, wie wir kriegen können. Dann aber schnell, bevor die Sache in der Zeitung steht. Und lässt den Zwischendeckpassagieren mitteilen, dass die Titanic Rekordgeschwindigkeit fährt. Und zwar 26,5 Seemeilen in der Stunde. Damit ist die Titanic das schnellste Schiff der Welt. Wie viel sind das? Eine Seemeile hat 1850 Meter. 26,5 mal 1850, das sind... Ach, das kann ich nicht. Wer es zuerst raus hat, kriegt einen Kuss. Mein Gott, das ist doch einfach. Es sind ungefähr 50 Kilometer. Das sind genau 49 Kilometer die Stunde, Martian. Nein, genau 49,07 Kilometer. Schiffsleitung teile ich mit, dass jeder von euch eine Sonderprämie erhält, wenn die Geschwindigkeit durchgehalten wird. Wetter, was? Wenn die See so ruhig bleibt, dann sind wir mindestens einen Tag früher in New York. Ja, und die Maschinen sind ruiniert. Präsident Ismay wird schon wissen, warum er diese Geschwindigkeit befohlen hat. Läufer! Wer fährt eigentlich das Schiff? Präsident Ismay oder der Kapitän? Der Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident der Linie verlangt. Hm. Und warum verlangt er solchen Unsinn? Bitte. Rede. Macht zusammen $9. Hier sind $20. Der Rest ist für Sie. Aber nehmen Sie die Telegramme gleich auf. Danke, wir nehmen keine Trinkgelder. Die Telegramme werden der Reihe nach erledigt. Bitte schön. Guten Abend. Danke. Guten Abend. Komm, fahren wir Weltrekord, da sind doch schon Leute da, die Kapital rausschlagen. Sieh dir das an. Der eine kauft für 200.000, der andere sogar für 250.000. White Star Aktien.
Das ist ja fast eine halbe Million. Was man damit alles anfangen kann. Was hier noch so in die Welt funkt, dass wir Rekordgeschwindigkeit fahren. Zeig mal. Nee. Zunächst die Telegramme des Präsidenten an die Presse. Jawohl. Ist doch nicht der 13., sondern der 14. Und noch dazu Sonntag und draußen ist schönes Wetter und spielt schöne Musik. Und alles freut sich auf die morgige Ankunft in New York. So, und wir beide, Bibi Falks, was wir beide freuen uns auch. Wir freuen uns, Bibi Falks. Ja, und ich freue mich auch. Denn jeder glaubt, dass er seine vorzeitige Ankunft telegrafisch mitteilen muss. So ist das nun mal. Die einen haben das Vergnügen und wir haben die Arbeit. Ja. Morgen, Herr Brede. Morgen, Herr Hopkins. Womit kann ich dienen? Sind die letzten Börsennotierungen schon da? Tut mir leid, noch nicht. Super. Herr Astor wartet dringend drauf. Das kann ich mir denken. Die Herren sind anscheinend alle sehr interessiert. Morgen, Herr Phillips. Morgen, Herr Hopkins. Moment mal, da kommt eben etwas durch. Ja, der Präsident Ismi hat auch schon ein paar Mal darauf geschickt. Wartet dringend auf die letzte Notierung. Naja, kann man nichts machen. Also dann, guten Morgen. Bleiben Sie da, Herr Hopkins, bleiben Sie da. Eben kommen die letzten Notierungen. Aber was ist denn, meine Herren? Warum denn diese Nervosität? Na, erlauben Sie mal. Wir kaufen auf Ihren Rat bei Star-Aktien. Sie versprechen uns einen großen Gewinn. Stattdessen verlieren wir Kopf und Kragen, wenn die Kurse weiter so fallen. Wir fahren Weltrekord. Das blaue Band ist der Titanic sicher. Die Kurse müssen steigen. Sie müssten, aber sie fallen. Richtig. Bis jetzt. Es ist da eine Macht am Werk, die wir leider im Augenblick noch nicht kennen. Hopkins? Ja. Haben Sie die letzte Notierung? Jawohl. 71. So, 71. Ismay hat alles auf seinen Geschwindigkeitsrekord gesetzt. Aber er hat sich verrechnet. Ich stoße noch weiter ab. Verstehen Sie nicht, warum? Wissen Sie was, Hopkins? Ich werde den Kurs auf 60 drücken. Und wann kaufen Sie zurück? Geistreiche Frage. Wenn die Gruppe um Ismay nervös geworden ist und Angstverkäufe macht. Und wenn dann White Star mit meiner Hilfe auf 60 heruntergefallen ist, dann traut sich kein Mensch mehr zu kaufen. Und dann kaufe ich. Und dann habe ich sehr schnell 51% des gesamten Aktienkapitals in meiner Hand und die White Star Linie und die Titanic gehören mir. Ich verstehe. Sehen Sie? Und die Titanic ist kein Aktienpaket. Die Titanic ist ein effektiver Wert. Und wirkliche Werte schaffen Macht. Und Macht, Frau Kins. Macht bedeutet, dass man haben kann, was man will. Sehr richtig, John. Was man will. Das bedeutet für dich noch mehr Macht. Sehr richtig, Marcel. Jenny? Ja. Bring den Schmuck vor. Hopkins, schließen Sie die Schmuckkassette ein. Jedem das seine, Madeleine. Für mich mehr Macht, für dich mehr Schmuck. Schmuck ist doch auch ein Wert. Aber nicht immer ganz wertbeständig. Auch Steine und Perlen unterliegen der Konjunktur. Außerdem kann man sie nur dann richtig beurteilen, wenn man sie aus der Fassung bringt. Genauso wie die Frauen. Du bist ja heute sehr aufgeräumt, John. Ich habe auch allen Grund. Pall ich dir? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Aber wenn der Ismay glaubt, dass er mir gewachsen ist, dann irrt er sich. Was liebst du eigentlich mehr? Deine Geschäfte oder mich? Alles zu seiner Zeit. Das heißt also zur Zeit deine Geschäfte. Bis nachher. Madeleine? Wo gehst du denn hin? Ein bisschen an die frische Luft. Hallo, Herr Geheimrat. Bitte? Erinnern Sie sich meiner nicht? Bedauern, nein. Mendoz. Cristobal Mendoz.
Wir sind doch mal zusammen nach Buenos Aires gefahren. Sieh mal an. Herr Cristobal Mendoz und Herr Geheimrat Bergmann. Merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden sich kennen. Dann haben wir uns bestimmt mal auf dem Pazifischen getroffen. Nein, nein, auch das nicht. Ja, Mendoz. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte, Frau Henning. Danke. Ach, bitte, könnt ihr mir sagen, wo die Kabine 350 ist? Zweiter Quergang links. Zweiter Quergang links. Dankeschön. Das ist eine schöne Bescherung. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe mich zu entschuldigen. Es ist doch meine Schuld. Ja? Natürlich. Selbstverständlich. Ach, bitte, bemühen Sie sich. Ich darf Ihnen doch wohl helfen. Wenn das der Oberst erzählt, habe ich Unannehmlichkeiten. Warum denn? Ich bin doch nur eine Angestellte. Das trifft sich ja großartig. Ich auch. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Franz Gruber, erster Geiger in der Kapelle der ersten Kajüte auf der ersten Reise. Dann dürfen Sie mir ruhig helfen. Haben wir eben beide Unannehmlichkeiten. Wissen Sie was? Nein. Machen Sie einen Vorschlag. Manikürieren Sie mich. Aber machen Sie doch keine Dummheit. Helfen Sie mir lieber. Wo kommt denn das hin? Hier. Das da? Und das auch? So, das wäre wohl alles. Dankeschön. Können wir uns nicht vielleicht einmal wiedersehen? Ich gehe manchmal auf dem Bootsdeck spazieren. Wann denn manchmal? Ach, ziemlich bald. Ziemlich bald oder ganz bald? Bald nach 12. Bald nach 12. Bald nach 12. Ja, bitte? Oh, Verzeihung. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Ja, ich komme gleich. Und das auch noch, ja? Ja. Was hast du denn? Ich habe mich verspekuliert. Ich habe mich total verrechnet. Verrechnet? Wie ist denn das möglich? Du hast doch erreicht, was du wolltest. Wir fahren Weltrekord. Und die Aktien fallen, Weltrekord. Sie fallen und fallen. Wenn das weitergeht, bin ich übermorgen ruiniert. Wenn ich bloß wüsste, wer dahinter steckt. Was ich mit den anderen machen wollte, das macht jetzt ein anderer mit mir. Aber es muss doch einen Ausweg geben. Kann ich dir vielleicht helfen? Du mir helfen? Wie sollst du mir denn helfen können? Ich brauche Millionen. Ich habe Aktien privat. Verstehst du? Auf Privatkredit gekauft. Ich kämpfe meine nackte Existenz. Nimm dich bitte zusammen, ja? Und du glaubst, ich hätte Lust, ein paar Tage vor unserer Heirat eine Pleite von dir mitzuerleben? Nein. Also überlege jetzt mal ruhig und ganz nüchtern. Du hast eine große Position. Du hast die besten Beziehungen. Du hast einflussreiche Freunde. Bitte sie dir zu helfen. Wenn du sie bittest, kriegst du nicht einen Pfennig. Wer bittet, hat jeden Kredit verloren. Für Sie spielt auch der Betrag, um den ich Sie bitte, wirklich keine Rolle. Aber für mich. Es ist doch ganz egal, ob Sie eine Million Schulden oder eine Million Vermögen haben. Wie meinen Sie das? Weil die Leute, die Millionen von Ihnen zu bekommen haben, sie nicht fallen lassen können. Umso mehr Grund für Sie, mir den Betrag leihweise zur Verfügung zu stellen. Ich verleihe kein Geld. Eher würde ich noch Geld verschenken, aber da ich kein Wohltätigkeitsapostel bin, verschenke ich auch keins. Ich sehe, dass Sie sehen gar nichts, nicht einmal Ihre eigene Chance. Chance? Ja. Wie wäre? Sehen Sie, ich habe bestimmte Geschäfte vor, die unter dem Namen eines Lord Douglas, sagen wir, einfacher abzuwickeln wären. Entschuldigen Sie, aber das Aber würde ich mir an Ihrer Stelle noch ein wenig überlegen, Lord Douglas. Sagen wir bis morgen? In New York? Erster? Also bis morgen, Lord Douglas. Bis morgen. Hopkins? Bitte? Warum haben Sie eigentlich Lord Douglas ohne weiteres vorgelassen? Verzeihung. Ihre Frau Gemahlin hat mir doch den Auftrag gegeben. Meine Frau? Ja. Ach ja, ich erinnere mich. Danke, Hopkins. Der Dienst ist zu Ende, wenn was passieren sollte, ich bin in der Bar. Haben Sie das gehört? Was? Wenn was passieren sollte. Wie kommt er überhaupt als einziger deutscher Offizier hier an Bord? Eigentlich war ja Ringling vorgesehen, aber am Tag vorm Auslaufen bekommt er eine ausgewachsene Blinddarmentzündung, hat der Kapitän den Petersen genommen, weil er von früher her kennt. Temperatur bitte.
7,1. 7,1? In 4 Stunden schon wieder um 2 Grad gefallen? Bitte nehmen Sie Platz. Beine hoch. Seien Sie vernünftig. Da halten Sie mich denn für unvernünftig? Ich bin eine Angestellte und Sie sind ein Angestellter. Morgen sind Sie wieder ganz woanders in der Welt. Wissen Sie was? Wenn es Ihnen recht ist, nehme ich von heute ab immer nur da ein Engagement an, wo Sie auch sind. Ist das Ihr Ernst? Ja, Fräulein Hedin. Da muss ich Ihnen aber etwas sagen, Herr Gruber. Was wollen Sie mir denn beichten? Ich bin eigentlich verlobt. Aber was heißt denn eigentlich? Entweder man ist verlobt oder man ist nicht verlobt. Also? Also das ist so. Meine Eltern möchten gern, dass ich den Sohn von unseren Nachbarsleuten heirate. Und seine Eltern möchten das auch gern. Und da er ein sehr braver Mensch ist. Da möchte er auch gern und Sie möchten schön brav gehorchen, ihn heiraten und sich das ganze Leben unglücklich machen, nicht wahr? Ja. Nein, das werden Sie nicht. Man heiratet nicht aus Gehorsam, sondern aus Liebe. Verstanden? Jawohl. Das ist die erste Schiffsreise in meinem ganzen Leben. Wirklich, Oma? Ja, und wissen Sie auch warum? Ich habe immer das bestimmte Gefühl, ich darf nicht auf ein Schiff gehen. Mir passiert etwas. Aber Hoheit. Lord Douglas hat mich auch ausgelacht. Aber trotzdem wäre ich nicht gefahren, wenn man mir nicht versichert hätte, dass die Titanic das erste Schiff der Welt sei, das überhaupt nicht sinken kann. Ja, das sagt man allgemein. Deshalb habe ich auch gar keine Angst mehr. Ich will jetzt ein wenig in die Sonne gehen. Kommen Sie mit? Ja, gern. Herr Petersen. Gehen wir? Ich möchte doch noch etwas bleiben, Hoheit. Gut, mein Kind. Bitte, Herr Petersen. Dankeschön. Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie mit einem Herrn Petersen verwechselt, der im vergangenen Jahr Erstoffizier auf der Excelsior war und mit dem ich nach Ägypten gefahren bin. Sie sehen ihm sehr ähnlich. Nur war der Herr Petersen, den ich meine, ein reizender und besonders höflicher Mensch. Er hätte mich ganz anders gegrüßt. Verzeihung, gnädige Frau, ich bin mir nicht bewusst, unhöflich gewesen zu sein. Sagen Sie mal, Herr Petersen, warum sind Sie eigentlich so böse? Sie haben früher immer so nett gelacht. Oder sind Sie im Dienst? Nein, ich bin dienstfrei, genau wie damals in Kairo. Ach ja, da habe ich mich scheußlich benommen. Und dabei hatte ich mich so gefreut, dass Sie mir Kairo zeigen würden. Wissen Sie eigentlich, was damals passiert ist? Nein, ich weiß nur, dass Sie nicht mehr an Bord waren, gnädige Frau, als ich nach Alexandrien zurückkam. Jetzt muss ich aber gehen. Warum denn? Das sage ich dir heute Abend. Du mir? Ich dir. Sie halten mich für eine verwöhnte, oberflächliche Frau, die mir gerade das tut, was ihr Spaß macht. Ist das nicht so? Jetzt muss ich Ihnen widersprechen, gnädige Frau, denn sonst wäre ich unhöflich. Ich möchte Sie nicht noch einmal enttäuschen. Sie sollen recht haben, Herr Petersen. Und jetzt macht es mir Spaß, Ihnen zu beweisen, dass auch Sie alles tun müssen, was ich will. Das ist nicht sehr schwierig, denn als Schiffsoffizier habe ich die Pflicht, die Wünsche der Passagiere weitgehend zu erfüllen. Oh, es gibt doch sicher aber auch Dinge, die Ihnen ausdrücklich verboten sind. Selbstverständlich, ja. Ich darf zum Beispiel Passagiere nicht in ihren Kabinen besuchen, ich darf sie nicht in die Maschinenräume führen. Danke, das genügt. Ich möchte die Maschinenräume sehen. Ja, ich sagte Ihnen bereits, gnädige Frau, dass es verboten ist. Es tut mir leid. Gut. Vielleicht sind Sie dann so liebenswürdig und begleiten mich ins Billardzimmer? Gern. War gut gespielt, aber leicht nicht gedacht, Sir Bruce. Sie geben mir damit eine große Chance. Wie für mich so gut wie gewonnen. Sie werden bestenfalls 500 Punkte machen und 1000 liegen Sie zurück. Tausend, was sagen Sie jetzt? Damit habe ich nicht gerechnet. Wer nicht mit allem rechnet, verrechnet sich leicht, Sir Bruce. Wie meinen Sie das? Oh, nur so hingesagt. Auf alle Fälle ist unsere Partie jetzt unentschieden. Sir Bruce, ich habe eine große Bitte an Sie. Aber Sie dürfen nicht Nein sagen. Wenn ich nicht darf, werde ich es natürlich auch nicht tun. Ich möchte gerne den Maschinenraum sehen. Das ist eine großartige Idee. Da gehen wir natürlich alle mit. Interessiert Sie das nicht auch? Sogar sehr. Ich verständige nur meine Frau. Aber wir müssten eine sachverständige Führung haben, Sir Bruce. Könnte nicht Herr Petersen mitgehen? Er ist gerade dienstfrei. Ja, aber natürlich kann er das. Wollen Sie uns bitte den Maschinenraum zeigen? Herr Präsident, dazu bin ich leider nicht befugt. Dann gebe ich Ihnen hiermit den dienstlichen Befehl. Herr Präsident, als erster Offizier darf ich von Ihnen keinen dienstlichen Auftrag entgegennehmen. So. Herr Braun. Bitte? Ich lasse den Kapitän bitten. Bitte sehr. Madeleine? Ja? Wir wollen uns den Maschinenraum ansehen. Kommst du mit? Nein.
Das interessiert mich nicht. Außerdem ist es mir dort zu heiß und zu schmutzig. Wie du meinst. Ich danke Ihnen. Sie sind am Zug. Bitte. Wollen Sie Ihren König opfern? Ich könnte ihn jetzt ausschalten. Halten Sie das für möglich? Wenn ich will, ja. Die Dame fühlt sich stark genug in der Umgebung eines Ritters und ihrer Knappen. Madeleine. Sie scheinen Spiel und Wirklichkeit zu verwechseln. Aus manchem Spiel ist schon Wirklichkeit geworden. Spielen wir weiter. Ach, bitteschön. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Adresse bitte? Herrn Ludwig Schramm? Das Herrn können wir sparen. Hamburg, Große Bleichen 15. Große Bleichen 15. Dex bitte? Nein. Wollen Sie nicht telegrafieren? Doch, doch, der Dex heißt Nein, die Unterschrift Hedi. So. Also Ludwig Schramm, Hamburg, Große Bleichen 15, Nein, Hedi. Ist das alles? Jawohl, das ist alles. Funkerkabine zu Philips. Bruder liegt 15 Backbord. Schon wieder eine Eiswarnung. Stellen Sie alles andere zurück und versuchen Sie weitere Berichte zu erhalten. Jawohl. Hier, schon wieder eine Eiswarnung. Mhm. Da fahren wir ja mitten ins Treibeis, ja. Wie war die letzte Temperatur? 5 Grad. 5 Grad, also schon wieder um 2 Grad gefallen. Das sicherste Zeichen, dass wir uns der Eiszone nähern. Ich werde den Kapitän veranlassen, weitere Maßnahmen zu treffen. Bitte, ja. Herr Kapitän, es liegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor. Es sind auch Eisberge gemeldet. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit herabsetzen lassen. Aber warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7/8 eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Der Beweis ist noch nicht erbracht, Herr Präsident. Ich verlange, dass direkter Kurs mit voller Kraft weitergefahren wird, Herr Kapitän. Das ist eine schwere Verantwortung für mich, Herr Präsident. Herr Kapitän, falls ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Eine solche Verantwortung ist für jeden Seemann untragbar. Was soll das heißen? Eine Beibehaltung des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Im Fall einer Katastrophe reicht der Platz in den Rettungsbooten nicht annähernd aus, um auch nur einen geringen Teil der Passagiere aufzunehmen. Jetzt aber genug mit Ihrer Schwarzmalerei. Das ist keine Schwarzmalerei, Herr Präsident. Wir haben die Pflicht, jede Möglichkeit ins Auge zu fassen. Das ist sogar bewusste Schwarzmalerei. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, Herr Petersen. Ich will damit sagen, dass Sie als einziger Offizier hier an Bord, gelinde gesagt, gar kein Interesse daran haben, dass die Titanic das blaue Band gewinnt. Für diese Bemerkung werden Sie mir zu gegebener Zeit Rede und Antwort stehen. Herr Kapitän, wir erwarten auf der Brücke Ihre Befehle. Kapitän Smith, Sie wissen, was die White Star-Linie von Ihnen erwartet. Das weiß ich genau, Herr Präsident. Kapitän? Ja? Eiswarnung vom Dampfer Baltik. Man gibt den dringenden Rat, die Geschwindigkeit herabzusetzen. Danke. Die Baltik ist ein kleiner Kasten. Sowas muss ich natürlich vorsehen. Meine Herren, es bleibt dabei. Wir fahren auch die Nacht über. Direkten Kurs. Volle Kraft. Sollten Sie mich brauchen? Bin im Festsaal. Na. Thank you.
Ja, ja, Petersen, Sie haben bekanntlich die Ehre, auf dem schnellsten und sichersten Schiff der Welt zu fahren. Moin, sind Sie in New York. Und da werde ich die Ehre haben, abzumustern. Eine solche Verantwortungslosigkeit mache ich nicht mehr mit. Bleib auf mein Glas. Sie machen ein Gesicht, als ob der Klabautermann da oben sitzt und sagt, ihr Leute, Sonntag ist heute, ihr habt den blauen Diamanten an Bord. Den blauen Diamanten, der noch jeden Tod und Verderben gebracht hat. Danke. Wenn Sie so wollen, dann denken Sie bloß an die drei Leichen, die wir überführen müssen, die unten auf Eis liegen. Hören Sie bloß mit der Unkerei auf. Es wird Ihnen wohl kalt, was? Auch kein Wunder, nachdem das Thermometer schon wieder gefallen ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte, bitte. Ihr Dienst ist ja sowieso zu Ende. Viel Vergnügen auf dem Festabend. Ich verzichte auf Festivitäten, ich habe ganz was anderes vor. Ja? Ein Telegramm, liebe Frau. Telegramm? Danke. Ich gehe inzwischen hinauf, Gloria. Bei dir dauert es hier doch eine Weile. Warum hast du es denn so eilig? Bist du verabredet? Nicht direkt. Also doch. Sigrid Orlinski? Kommst du darauf? Ich bin doch nicht blind. Gut, dass du davon sprichst. Gloria, du weißt, was du mir bist. Aber du musst Verständnis für meine Situation haben. Diese Frau ist unermesslich reich. Ach, das ist der Ausweg, den du jetzt suchst. Ich bitte dich, mir in dieser Sache keine Schwierigkeiten zu machen. Warum soll ich das? Ich nehme an, dass es sich doch nur um geschäftliche Dinge handelt. Gewiss, natürlich. Und wenn es sich nun um mehr handelt? Mehr handeln muss? Das will ich dir sagen. Wenn es dabei bleibt, dass wir in New York heiraten, bitte tu, was du für richtig hältst. Bitte? Ach, Herr Peter. Gnädige Frau, entschuldigen Sie die Störung. Ich komme mit einer Bitte zu Ihnen. Ich muss Sie sprechen. Gerne, Herr Peter. Ach so, das ist Ihnen ja verboten. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht im Rauchsalon möglich. Es tut mir leid, Herr Petersen, aber wenn Sie mich jetzt sprechen wollen, dann bitte hier. Bitte. Mein Anliegen ist so wichtig, dass ich... sogar etwas tue, was ausdrücklich verboten ist. Ja, Herr Petersen, das Leben ist manchmal gar nicht so einfach, wie man immer glaubt. Hm? Gnädige Frau, wir fahren seit Stunden durch Treibeis. Es sind sogar Eisberge gemeldet. Ich möchte Sie bitten, Präsident Ismay zu veranlassen, die Geschwindigkeit des Schiffes herabsetzen zu lassen. Darf ich fragen, warum Sie gerade mich darum bitten? Ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Und Präsident Ismay interessiert sich doch offensichtlich für Sie. Offensichtlich? Und Sie glauben, er würde es mir zuliebe tun? Nein, ich glaube nicht, dass Präsident Ismay überhaupt irgendeinem Menschen etwas zuliebe tun würde. Aber er ist Geschäftsmann. Er denkt in Zahlen und 20 Millionen Pfund sind eine Macht. Ach so. Dann wenden Sie sich eigentlich gar nicht an mich, sondern an meine 20 Millionen. Das ist doch dasselbe. Ich wollte Sie nicht kränken, gnädige Frau. Aber Sie haben es getan. Nicht mit Absicht, das weiß ich. Dazu sind Sie viel zu offen und so gerade. Nein, Sie haben es ehrlich gemeint. Und das kränkt mich. Ja, Herr Petersen. Die Launen einer reichen, verwöhnten Frau. Abscheulich. Hm? Ihre Bitte kann ich nicht erfüllen. Leider. Auch dann nicht, wenn Sie bedenken, was alles auf dem Spiel steht. Gnädige Frau, ich bitte Sie. Herr Petersen, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ich kann nicht. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich weiß, es war mein Fehler. Ich habe Sie für eine Frau gehalten, die nur das Unglück hat, zu reich zu sein. Für eine Frau, die man lieben könnte, wenn es anders wäre. Ich habe mich getäuscht. Verzeihen Sie. Eine Frau?
die man lieben könnte. Guten Abend, gnädige Frau. Darf ich die Frisur richten? Eine Frau, die man lieben könnte. Woher wissen Sie denn das, gnädige Frau? Ist die Geschichte mit dem Franzl schon rum an Bord? Mit wem? Mit meinem Franzl. Wer ist denn das, Ihr Franzl? Nur der erste Geiger in der ersten Kajüte. Ach, und der hat das auch gesagt? Und wie? Er hat gesagt, ich wäre die einzige Frau, die er lieben könnte. Die er lieben könnte. Zu wem möchten Sie bitte? Ich suche die Kabine von Geheimrat Bergmann. Dann sind Sie falsch. Das ist die Wohnung von Herrn Astor. Ah, so. Geheimrat Bergmann wohnt 2728, dritte Tür links. Hm. Ah ja, danke. Ich komme mit einem etwas außergewöhnlichen Wunsch. Darf ich Sie um eine dringende Unterredung bitten? Eine dringende Unterredung? Darf ich Sie im Vorraum zum Festsaal erwarten, gnädige Frau? Was suchen Sie denn da? Ach, jetzt wird mir klar, warum ich die Ehre hatte, so sehr von Ihnen beachtet zu werden. Geben Sie sich keine Mühe. Was Sie suchen, das habe ich hier, im Kopf. Aber eines interessiert mich. Für welche Konkurrenzfirma arbeiten Sie? Na, raus mit der Sprache! Wer hat Ihnen Auftrag gegeben, meine Formeln und Berechnungen an sich zu bringen? Formeln und Berechnungen? Wer ist der Auftraggeber? Oh. Ach so. Ja, ich bin selbstständig. Ich arbeite auf eigenes Risiko. Wie wollen Sie mir das beweisen? Los. Ja? Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Zuerst eine Frage. Ja? Wissen Sie, dass wir durch eine gefährliche Treibeisregion fahren? Gefährlich? Für die Titanic gibt es keine Gefahr. Dann machen Sie, dass wir rauskommen. Raus! Wer war denn das denn, Herr Mann? Ein Einbrecher. Ein Einbrecher? Und den lassen Sie so ohne weiteres laufen? Bleiben Sie da! Kommen Sie mal her. Da kommen Sie mal her. Sehen Sie sich das mal an. Gnädige Frau, ich bitte Sie, Ihren Einfluss auf den Präsidenten geltend zu machen. Die Geschwindigkeit der Titanic muss herabgesetzt werden. Warum? Wir fahren seit einem Tag durch Treibeisregionen. Ich denke, wir fahren Rekord, um das blaue Band für England zu gewinnen. Geheimrat, das wäre hier. Das ist ja die Lösung Ihrer jahrelangen... Ja. Das Ergebnis meiner jahrelangen Berechnung. Ich wollte es nur noch mal überprüfen, da kam der Kerl und störte mich. Helfen Sie mir beim Nachrechnen. Es dauert nur eine Minute. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir guten Grund zu feiern. Meine liebe gnädige Frau, das sind unangebrachte Sentimentalitäten, die ich mir nicht erlauben kann. Und wenn ich Sie sehr darum bitte, es kommt doch nicht darauf an, ob wir ein paar Stunden früher oder später in New York ankommen. Doch. Darauf kommt es an. Sir Ismay weiß genau, was er will und was er zu tun hat. Vielleicht nicht ganz, gnädige Frau. Wenn nämlich etwas passiert, dann ist es nicht nur mit der Rekordfahrt zu Ende. Dann ist die Titanic verloren und der Präsident auch. Reden Sie doch keinen Unsinn. Warum kümmern Sie sich überhaupt um Dinge, die nur den Präsidenten angehen? Darum sollte sich eine so schöne Frau wie Sie nicht kümmern. Sir Bruce Ismay, einen Augenblick bitte. Herr Astor? Ich war eben auf dem Boot. Die Temperatur ist eisig. Wir befinden uns im April. Richtig. Und der April ist die Jahreszeit, in der in dieser Gegend Eisgefahr herrscht. Ich muss Sie bitten, mit dieser Ansicht nicht die Passagiere zu beunruhigen. Ihnen persönlich wäre es wohl recht angenehm, wenn das Schiff langsam fahren müsste. Es ist noch sehr fraglich, ob die Rekordfahrt Sie retten wird. Warten wir es ab. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was denn? Das kann ich nicht. Das kann ich nur, wenn wir allein sind. Gut. Gehen wir in die Bar. Ich finde es doch immer am nettesten. Da sind wir auch ungestört. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Auch wenn Sie mir nicht helfen wollen, weiß ich, was ich zu tun habe. So, was denn? Ich werde dem Präsidenten nochmals auf die Gefahr hinweisen. Das brauchen Sie gar nicht. Ich habe Ihnen ja schon einmal gesagt,
welches der wahre Grund Ihrer Schwarzmalerei ist. Ich bedauere Ihnen darauf, keine Antwort geben zu können, da ich im Dienst bin. Ihr Dienst wird sehr bald zu Ende sein. Die White Star Linie legt keinen Wert auf Offiziere, die nur Unruhe unter den Passagieren stiften. Und ich lege keinen Wert darauf, Dienst zu tun auf einem Schiff, das nicht von Seeleuten, sondern von Börsenspekulanten geführt wird. Bitte mir diesen Ton! Gehen Sie in Ihre Kajüte. Ich entbinde Sie von Ihrem Dienst. Sie können mich an Bord weder vom Dienst entbinden, noch können Sie mir Befehle erteilen. Für mich sind Sie nichts anderes als ein Passagier. Jetzt tanzen wir beide, Marcia, ja? Nein. Marcia tanzt erst mit mir. Wer bestimmt denn das? Ich. Mach doch keine Dummheit. Auseinander hier! Gib mir ein Messer. Gib mir das Messer hier. Ich kann sofort abführen und einsperren. Dass mir hier Ruhe herrscht, verstanden? Also ich gehe auf jeden Fall mal runter. Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Haben Sie das Schrammen gespürt? Jawohl. Vielleicht haben wir eine Grundbahnfische berührt. Die tauchen ja öfters wie in der Gegend auf. Dürfte ihm schlecht gekommen sein. Ja, Moment. Ja, Herr Petersen. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Jawohl. Ja? Wassereinbruch im Kesselraum. Wassereinbruch im Kesselraum. Ich werde sofort den Kapitän verständigen. Maschinentelegraf auf Stopp. Maschinentelegraf auf Stopp. Maschinenstopp! Maschine ist gestoppt!
die Maschinen laufen nicht mehr. Jawohl. Die Maschinen laufen nicht mehr. Wir werden zum Kapitän gehen und fragen, was los ist. Sehr richtig. Kommt alle mit, wir gehen zum Kapitän. Wir wünschen, den Kapitän zu sprechen. Der Kapitän ist nicht hier. Es wird doch irgendein Offizier hier sein. Es ist doch kein Offizier da. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Warum wollen Sie denn den Kapitän sprechen? Wir möchten gerne wissen, warum die Maschinen nicht mehr laufen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Wollen die Herrschaften mal einen Augenblick still sein? Ruhe! Ruhe! Der Herr hat recht, die Maschinen laufen nicht mehr. Erzählen Sie uns bitte, was Sie wissen. Sie sind zu schwarz, Romain. Wir sind zwar beschädigt, aber wir können nicht untergehen. Ja, Kapitän. Das Schiff ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. In 2 Stunden stehen die Schiffsschrauben in der Luft. Philipps, senden Sie CQD, Titanic, beschädigt, erbitten dringend Hilfe, Smith. CQD, Titanic, beschädigt. Erbitten dringend Hilfe, Smith. Meine Herren, die Rettungsboote werden erst dann klargemacht, wenn ich den Befehl dazu gebe. Herr Kapitän. Ja? Herr Kapitän, im Festsaal ist man beunruhigt, man... Ja, danke, schon gut. Herr Petersen, Sie übernehmen es, die Passagiere zu beruhigen, sagen Sie, ein durch Treibeis hervorgerufenes Schiffsmanöver. Bitte, meine Herren, an Ihre Plätze. Herr Philipps, ich muss ein dringendes Telegramm aufgeben. Privattelegramme werden im Moment nicht angenommen. Was soll denn das heißen, Herr Philipps? Das haben Sie ja gehört. Aber Präsident Ismay hat doch Herrn Astor persönlich zugesagt, dass seine Telegramme bevorzugt behandelt werden. Das interessiert mich nicht. Tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie. Wir haben zu tun. Meine Herrschaft, ich bitte einen Augenblick um Gehör für den ersten Offizier. Meine Damen, meine Herren. Die Maschinen der Titanic sind gestoppt worden, da wir um einer Treibeisregion auszuweichen, vorsichtshalber Kurs und Geschwindigkeit ändern. Es liegt also durchaus kein Grund zur Besorgnis vor. Auch für Sie nicht, meine Herrschaften aus dem Zwischendeck. Ich bitte Sie daher, sich wieder in Ihren Aufenthaltsraum zurückzubegeben. Endlich! Ich warte schon eine halbe Stunde auf Sie. Ich hatte leider noch etwas Dringendes zu tun. Sie können mir gratulieren. Zu was denn? Stellen Sie sich vor, man hat aus der Kabine von Astor eine Schmuckkassette gestohlen. Und dazu soll ich Ihnen gratulieren? Nein, aber dazu, dass ich den Dieb gefasst habe. Und wissen Sie, wer es ist? Na? Mein alter Freund, Senor Cristobal Mendoz aus Kuba. Was ist das? Hey, was denn? Ja, hier, wo kommt das her? Da muss wohl ein Wasserrohr geplatzt sein. Man müsste jemanden rufen. Richtig, das ist ein Grund, hier rauszukommen. Hallo! Aufmachen! Aufmachen! Hast du schon Verbindung? Ja, hier. Dampfer Iduna kommt zu Hilfe. Der Standort ist auch angegeben. Iduna? Ich kenne die Iduna. Die läuft höchstens 13 Meilen. Die ist viel zu weit weg. Das ist zwecklos. Man weigert sich, Privattelegramme anzunehmen. Lächerlich. Ismay glaubt, dass er sich noch retten kann, wenn ich ohne Funkverbindung bin. Er irrt sich auch diesmal. 52% des gesamten Aktienkapitals sind mir ja jetzt schon sicher. Zu einem Durchschnittskurs von 60. Ein großes Geschäft. Nicht nur ein großes, das größte und beste, Hopkins. Sie können schon alles fertig machen für die Ankunft in New York. Übrigens, Hopkins, noch eins. Tun Sie auf die Schmuckkassette meiner Frau in mein Gepäck. Ich habe da ein paar besonders schöne Steine ausfindig gemacht, die ich gerne mit dem blauen Diamanten zusammen verarbeiten lassen möchte. Das ist keine Überraschung für meine Frau. Jawohl. Übrigens... Wo ist denn meine Frau? Noch im Festsaal? Nein, zuletzt sah ich die gnädige Frau mit Lord Douglas in der Bar. Sie irren sich.
Ich bin nicht unglücklich. Auch wenn mein Mann nur an seine Geschäfte denkt, auch wenn ich vielleicht nur ein Aktivposten in seiner Bilanz bin. Aber Sie lieben ihn doch nicht, Sie sind doch nicht das glücklich. Das Glück, das Sie meinen, ist Einbildung. Leidenschaft führt nie zum Glück. Doch. Na. Aber warum haben Sie mir dann Hoffnungen gemacht? Hab ich das? Ja. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht habe ich wirklich mit einer Möglichkeit gespielt, aber sehen Sie, jetzt habe ich Angst vor meiner eigenen Courage. Weil Sie Angst haben, Ihr Leben zu ändern, weil Sie Angst haben, Ihren Luxus aufzugeben. Archibald? Ja. Sie fangen an, mich zu langweilen. Sämtliche Passagiere gehen mit angelegten Schwimmwesten an Deck. Sagen Sie, es sei ein Manöver. Belügen Sie die Leute so lange, wie es geht. Erst auf das Sirenensignal wird in die Boote gegangen. Frauen und Kinder zuerst. Herr Petersen, Sie verständigen die wichtigsten Passagiere persönlich. Danke, meine Herren. Haben Sie die Schmuckkassette gefunden? Nein, sie ist nirgends zu finden. Jenny weiß auch nicht, wo sie sein könnte. Jedenfalls hat die gnädige Frau die Schmuckkassette zuletzt gehabt. So. Ja. Du hast mich rufen lassen, John? Ja. Warum denn? Meine Schmuckkassette ist verschwunden. Oh. Bitte lassen Sie uns allein, Hopkins. Hast du denn, John? Beantworte mir bitte eine Frage. Mit wem warst du zuletzt zusammen? Warum fragst du? Mit Lord Douglas? Ja. Was habe ich mir gedacht? Was hat das mit dem Diebstahl zu tun? Es dürfte dir bekannt sein, dass Lord Douglas bankrott ist. Kavaliersschulden, so nennt man das wohl. Deine Empfehlung hat ihm nichts genützt. Ich habe ihm nämlich kein Geld gegeben. Ja, ich verstehe dich nicht. Oder hältst du Lord Douglas für fähig, einen Diebstahl zu begehen? Nein. Der Schmuck ist nicht gestohlen. Sondern? Der Schmuck ist nicht gestohlen, sondern verschenkt worden. Das heißt, dass ich... Das heißt, dass du deinem Liebhaber nur noch auf diese Weise zu helfen wusstest. Schade. Das hättest du mir 5 Minuten früher sagen sollen. Wieso? Das interessiert jetzt nicht mehr. Du kennst nur dein Geld und weiter nicht. Und mit Recht. Das Geld ist der einzige Wert, an den ich glaube. Ja, was ist denn? Bitte die Schwimmwesten anzulegen und sich an Deck zu begeben. Warum? Ist etwas geschehen? Nein, der Kapitän hat ein Bootsmanöver angeordnet. Legen Sie die Schwimmwesten an, gehen Sie an Deck. Bitte beeilen Sie sich. Bootsmanöver? Gehen? Ja. Und weiter hast du mir nichts zu sagen? Nein. Ich wünsche, das Gespräch nicht fortzusetzen. Ich bitte dich nur, mich allein zu lassen. Hopkins! Bitte führen Sie meine Frau zum Bootsdeck. Zum Bootsdeck? Ja, zum Bootsdeck. Gehen Sie schon. Bitte legen Sie die Schwimmweste an und begeben Sie sich sofort an Deck. An Deck? Warum denn? Ich bin nicht befugt, Passagieren Ihre Auskunft zu geben. Augenblick. Aber mir werden Sie Auskunft geben. Ihnen als dem verantwortlichen Präsidenten werde ich Auskunft geben. Die Titanic sinkt. Die Titanic sinkt? Was sagen Sie da? Die Titanic sinkt. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Die Titanic ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. Reden Sie keinen Unsinn. Über den Unsinn werden Sie sich sehr schnell im Klaren sein. In wenigen Stunden ist alles vorbei und dann sind ein paar tausend Menschen ihretwegen zugrunde gegangen. Aber wir haben doch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Ich befehle Ihnen, für mich sofort ein Boot sicherzustellen. Erstens haben Sie mir nichts zu befehlen. Zweitens lautet das Gesetz, Frauen und Kinder zuerst. Und drittens gebe ich Ihnen den guten Rat, gehen Sie in Ihre Kabine und holen sich Ihre Schwimmweste. Bleiben Sie! Was wollen Sie noch? Bitte, lassen Sie mich doch als Mensch zu Mensch mit Ihnen reden. Vergessen Sie den Vorfall von heute Abend. Ich war nervös, es war eine momentane Erregung. Ich bitte Sie, sorgen Sie für ein Rettungsboot. Sie hätten für Rettungsboote sorgen sollen. Nein, geht nicht. Mann, seien Sie doch vernünftig. Ich bitte Ihnen 50, ich bitte Ihnen 10.000 Dollar. Besorgen Sie mir einen Platz.
Und das werden die ja sehen, ob ich mitkomme! Ob du, immer nur du, jetzt schreist du und hast Angst. Das hättest du dir alles früher überlegen müssen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, ja, in Ruhe lassen. Jetzt soll ich dich in Ruhe lassen. Und was soll nun werden? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht? Und wenn nun wirklich was passiert, wenn wir runtergehen, dann ist es raus. Das Spiel ist raus. Ja, das Spiel ist aus. Bis jetzt hast du dich ja hier lange genug aufgespielt. Aber jetzt werde ich dir was sagen. Ich habe dir gesagt, du sollst mich in Frieden lassen. So, jetzt soll ich dich in Frieden lassen. Denn früh war ich dir gut genug. Seit Jahren redest du vom Heiraten. Du nimmst mir jede Chance. Aber jetzt habe ich die letzte Chance, verstehst du? Ich und nicht du. Und ich bin eine Frau. Jawohl, eine Frau. Und das heißt Frauen und Kinder zu ihr. Alle Männer auf die Steuerbordseite! Alle Frauen und Kinder nach Backbord! Hat ein Bootsmanöver angeordnet. Ich bitte Sie, die Schwimmwesten anzulegen und sich an Deck zu begeben. Ich bitte den Befehl der Schiffsleitung augenblicklich Folge zu leisten. Bitte beeilen Sie sich, meine Herrschaften. Handelt es sich wirklich nur um ein Bootsmanöver? Bitte holen Sie sich sofort eine Schwimmweste. Wollen Sie mir nicht die Wahrheit sagen? Doch, das will ich. Die Titanic sinkt. Sie waren außer Präsident Ismay wahrscheinlich der einzige Mensch, der die Macht hatte, diese Katastrophe zu verhindern. Auch Sie hätte Ismay gehört. Und einmal hätten Sie mit Ihrem Reichtum etwas Gutes getan. Jetzt spielt das Geld keine Rolle mehr, jetzt geht es nur noch ums nackte Leben. Ja, aber die See ist doch ganz ruhig, es können doch noch alle in die Boote. Wir haben 3000 Menschen an Bord und einige hundert gehen nur in die Rettungsboote. Vielleicht verstehen Sie, was das heißt. Das verstehe ich. Vielleicht sprechen wir jetzt zum letzten Mal miteinander. Und deshalb will ich Ihnen etwas sagen. Ich bin nicht mehr reich. Ich bin genauso arm wie Sie, vielleicht noch ärmer. Und ich war glücklich, dass ich Sie an Bord wieder getroffen habe. Und mit Ismay habe ich auch gesprochen. So, nun sagen Sie mir bitte, wohin ich gehen soll. Kommen Sie, ich bringe Sie an Deck.
komm doch schon, Henry. Ich muss Bobby finden. Ach, lass doch Bobby sein, wo er ist. Komm. Ich muss Bobby suchen. Warte oben auf mich bei dem Boden. Henry. Henry! Passagiere beruhigen. Befehl zum Spiel. Befehl zum Spiel. Herr Kapitän? Ja? 8 Dampfer kommen uns zu Hilfe. Der nächste ist die Carpathia, aber sie ist nur 68 Seemeilen von uns entfernt. 68 Seemeilen, das heißt rund 5 Stunden. Also aussichtslos, danke. Sigrid! Ich bleibe, weil... Herr Petersen, bitte sofort zum Kapitän! Danke! Wir sehen uns später. Funkverbindung aufzunehmen. Brille! Schiff in Sicht! Backbord voraus! Versuchen Sie alles, um Verbindung aufzunehmen! Brille, sehen Sie zu, ob Sie von dem Schiff was hören! Wir können keine Funkverbindung mit dem Schiff bekommen, Herr Kapitän. Vermutlich ist es ein alter Frachter ohne Funkanlage. Danke. Petersen, lassen Sie Notraketen abschießen. Wahnsinnig geworden. Seit wann werden weiße Raketen als Notsignale abgeschossen? Weil keine roten da sind, Herr Kapitän, weil die Verantwortungslosigkeit hier so weit geht. Herr Petersen, ich verbitte mir jedes weitere Wort. Keine roten da sind. Die Hauptsache ist, die sehen überhaupt welche, Herr Petersen. Die werden uns schon verstehen. Da, schon wieder Raketen. Das sind doch weiße Raketen. Weiße Raketen sind doch keine Notsignale. Da hättest du mich ruhig schlafen lassen können. Aber warum schießen die mitten in der Nacht Raketen ab? Unserer Position nach kann das nur die Titanic sein. Wir feiern wohl ein Fest, weil sie morgen vor Mittag schon in New York sind. Lass die sich ruhig amüsieren. Wir behalten jedenfalls unseren Kurs bei. Guten Abend. Der Frachter nimmt keine Notiz von uns. Er läuft aus unserer Route. Was nun? Lassen Sie die Sirenen wieder anstellen. Und Sie sorgen dafür, dass die Rettungsaktion weitergeht. Ruhig, Anne, ruhig. Ich bin ja bei dir.
umsonst tun. Was bieten Sie mir, wenn ich Ihre Gesellschaft saniere und Sie in Ihrem Amt als Präsident belasse? Ihr Leben. Ja. Der Kapitän ist der Ansicht, dass wir spätestens in einer Stunde sinken. Der Platz in den Rettungsbooten ist beschränkt. Ich könnte veranlassen, dass Sie berücksichtigt werden. Ich nehme Ihr Angebot an. Ich saniere Sie und Sie garantieren mir meine Rettung. Alles weiter besprechen wir in New York. Es wäre mir lieb, wenn wir das schriftlich niederlegen würden, bevor wir in die Boote gehen. Sehr vorsichtig. Würden Sie anders handeln? Nein. Herr Astor! Herr Astor! Ja! Herr Astor! Oben wird geschossen! Geschossen? Geschossen? Wieso? Es heißt, dass nur Frauen und Kinder gerettet werden können. Was? Nur Frauen und Kinder? Ja! Und wer von den Männern in die Boote will, wird über den Haufen geschossen! Isme, ich habe den Eindruck, dass Sie den vereinbarten Gegenwert nicht liefern können. Hopkins, vielleicht finde ich jemanden, dem ich seinen Platz abkaufen kann. Kommen Sie, wir gehen nach oben. Ich biete Ihnen $150,000 für einen Platz im Boot. Es ist Zirkus, meine Herren, zuerst werden Frauen und Kinder gerettet. Warum denn Frauen und Kinder? Seid ihr doch nicht dumm, Mann. Wir können zahlen, ich biete Ihnen eine 500.000. Ich gebe Ihnen zuletzt mal den Rat, holen Sie eine Schwimmweste und gehen Sie an Deck. Ich freue mich, dass ich Sie noch treffe, Lord Douglas. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Störe ich, meine Herren? Im Gegenteil, Herr Astor. Ich hätte Sie sonst sogar in Ihrer Kabine aufgesucht. Darf ich mir erlauben? Die Schmuckkassette Ihrer Gattin, bitte. Wie kommen Sie zu der Kassette? Herr Mendels war so liebenswürdig, Sie vorsorglich aus Ihrer Kabine zu holen. Und ich war so vorsorglich, Sie ihm wieder abzunehmen. Gestohlen also. Da habe ich ja. Sie haben den Willen durchzuhalten. Ich weiß, das wird Ihnen gelingen. Und Sie, Herr Geheimrat? Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, aber so hat es keinen Zweck mehr. Ich habe meine Arbeit und meine Lebensaufgabe beendet. Sorgen Sie nun dafür, dass Sie erhalten bleibt. Frankfurt, 153 Meilen? Nein. Philips? Olympic, 510 Meilen? Aussichtslos. Zum Verzweifeln. Darf ich bitten, Frau? Das Boot muss zu Wasser. Wie? Das? Kommen Sie doch, das Boot muss zu Wasser. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, gehen wir. Sie müssen hier bleiben. Fräulein Hedy, wie sehen Sie denn aus? Den Mantel hat mir Frau Anzel gebracht. Ach, Ihr Franzl? Ja. Und daraufhin hat die Offizier hergebracht. Jawohl, Ihr Frau. Na dann, nutzen wir die Chance. Und gute Fahrt. Danke. Du bist eine wunderbare Frau. Das habe ich doch nur für dich, bitte. Sigrid, ich. Was denn? Du musst jetzt das Boot und das Schiff verlassen. Nein,
Ich gehe erst dann, wenn du auch gehst. Ich bin Offizier und habe zu bleiben bis zuletzt. Und in meiner Eigenschaft als Offizier befehle ich dir, ins Boot zu gehen. Die Menschen dort brauchen dich. Halte sie so lange aufrecht, bis Rettung kommt. Ich bitte dich, geh. Also du befehlst es mir? Ja. Es ist mir noch nie ein Befehl so schwer gefallen wie dieser. Dann geh ich. Ganzen Einfluss geltend machen, damit Ihnen persönlich aus dieser Katastrophe keine Unannehmlichkeiten entstehen. Wenn ich gerettet werde, dann wird... Ich habe geglaubt, dass Sie und Ihre Leute durch die Weltordnung über mich gesetzt sind. Ich habe Ihren Befehlen und Wünschen Folge geleistet. Ich habe mich geirrt, Präsident Ismay. Sie wollen also zu meiner Rettung nichts unternehmen? Ich kann nicht. Ich verlange einen Platz im Boot, Captain Smith. Ich verlange einen Platz! Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Herr Ismay. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie gerettet werden. Wirklich? Ja, aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. Bitte! Kapitän, die letzten Boote gehen vom Bord. Passagiere sind auf dem Vorschiff versammelt. Meine Herren? Sie haben Ihre Pflicht getan. Ich danke Ihnen. Jetzt sind Sie frei. Ich suche ein Schwimmwesten. Dann! Lass mich nicht allein, Dann! Lass mich nicht allein, Dann! Hätte sich wer kann! Alle! 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 Gehen von Bord. Schon lange weg. Weg? Lass mich los! Alle!
Verschwinde, ich komme nach. Ich bin der Ältere, verschwinde jetzt, oder ich werde ungemütlich. So sank die Titanic. Herr Oberrichter, Sie haben daran gezweifelt, ob es eine Schuldfrage gibt. Es gibt hier keine Frage. Es gibt nur eine Schuld. Und ein Mann allein trägt diese Schuld. Der Präsident der White Star Linie. Ich bitte um Ruhe. Ich danke dem Zeugen. Der Untersuchungsausschuss zieht sich zur Beratung zurück. Das ist der, der sein Gedächtnis verlor. Jan! 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 Jetzt wird es sich ja zeigen, ob es noch eine Gerechtigkeit gibt. Nach Prüfung aller angeschnittenen Fragen auf Fahrlässigkeit und Vernachlässigung verschiedener Vorsichtsmaßregeln, Fragen, die besonders betont wurden durch die Anklagen und Aussagen des Zeugen Petersen, kommt der Untersuchungsausschuss zu folgender Auffassung. An Bord eines Schiffes hat einzig und allein der Kapitän die Befehlsgewalt. Daher trägt in diesem Falle einzig und allein der Kapitän die Schuld an dem Unglück. Er kann aber nicht zur Verantwortung gezogen werden, da er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Gegen die White Star-Linie kann daher in keiner Hinsicht ein Vorwurf erhoben werden. Auch das Verhalten des Präsidenten Ismay kann nicht als fehlerhaft angesehen werden. Präsident Ismay wird freigesprochen.
die Sitzung des Untersuchungsausschusses für geschlossen.